Herzlich willkommen. Wir haben ein weiteres Rapid Interview, diesmal mit Großmeister Stefan Kindermann. Herzlich willkommen. Hi, hallo. Hi Stefan, danke, dass du dir hier für die Zeit genommen hast. Ich freue mich, dich auf ein Spiel herauszufordern. Wir spielen einfach gegeneinander. Ich glaube, du kennst das Prinzip inzwischen auch. Wir spielen gegeneinander eine Schachpartie. Ja, und ich versuche dich ein klein bisschen aus dem Konzept zu bringen, indem ich dir eine ganze Menge Fragen über dich frage und du dabei auch noch überlegen musst. Also, Stefan. Okay, darf ich starten? Ja, starte bitte, bitte. Starte, schieß los. Oh, D4. Okay, lieber Stefan, für all die Leute, die tatsächlich noch nicht wissen sollten, wer du bist, erklär uns kurz, wer bist du und wo hast du eigentlich das Schachspielen gelernt? Naja, also ich bin Schachgroßmeister, war also in meiner aktiven Zeit, also etwa 20 Jahre lang Schachprofi. Und danach habe ich eben die Münchner Schachakademie gegründet. Ich bin also in der Schachakademie Mitbegründer und Geschäftsführer. Und gleichzeitig auch in der Münchner Schachstiftung bin ich jetzt Vorstandsvorsitzender. Und da machen wir eben große soziale Projekte für benachteiligte Kinder, aber zum Beispiel auch für Menschen mit Körperbehinderungen oder Krankenhaus für kranke Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen, bedürftige Senioren und so weiter. Und der rote Faden, der sich so durch alle Projekte zieht, eben auch unser Segment, das noch mehr erzielen kann für Unternehmen und Führungskräfte, ist der rote Faden, dass wir das Wertvolle, das im Schach drinsteckt, an andere Menschen vermitteln möchten, vom Schulkind bis hin zum Topmanager. Stark, wunderbar. Darüber werden wir ganz sicher auch noch nachher ein bisschen sprechen. Ich habe noch einige Fragen dazu vorbereitet. Wie kamst du eigentlich, mit welchem Alter hast du das Schachspielen eigentlich gelernt? Und wie kam es dazu? Hattest du eigenes Interesse entwickelt oder kam das von den Eltern, wie bei fast allen Kids? Naja, die Geschichte ist ganz lustig, weil gelernt habe ich so, ich glaube, schon mit 6 Jahren rum. Wobei meine Eltern sich immer noch streiten, wer von beiden es gewesen ist, das war Thema. Aber gut, das wurde nie ganz hundertprozentig geklärt. Aber jedenfalls hat es mich am Anfang an nicht so fasziniert, als ich mit 6, 7 Jahren das gelernt hatte. Ja. Ich habe es zwar gespielt, aber habe nicht verstanden, warum das so besonders lustig ist oder spannend ist. Mensch, ärgere dich nicht. Das hat leider meine Schachkarriere sehr verzögert. Und dann habe ich erst mit 11 Jahren ungefähr in Schullandheim gegen einen Klassenkameraden gespielt und verloren. Und das hat mich sehr geärgert. Also ich war schon damals ein sehr schlechter Verlierer und habe daraufhin ein Schachbuch gekauft. Und durch dieses Schachbuch ist dann eben diese Faszination entstanden. Da habe ich dann gemerkt, was für eine ganze Welt da drinnen steckt. Und das Lustige ist, dass eben mir erst viel später dann klar geworden ist, dass das vielleicht was Symbolisches hatte, weil der Name dieses Klassenkameraden ging ich verloren habe bei einem Königsbauer. Das ist allerdings lustig. Nicht schlecht. Weißt du denn, welches Buch das war, das du dir zuerst gekauft hast? Erinnerst du dich ja, daran? Ja, das war Freude am Schach von Gerhard Henschel. Ah, und das hat anscheinend gewirkt. Ja, das hat einen durchschlagenden Erfolg gehabt. Ja, in der Tat. Nicht schlecht. Ganz abgesehen davon, dass du ein Großmeister des Schachs bist, dass du in etlichen Olympiaden, Mannschaftskämpfen in der Bundesliga, in der österreichischen Bundesliga und überall praktisch schon mitgespielt hast, wo man mitspielen kann, bist du auch ein unglaublich erfolgreicher Schachautor und hast zig Bücher geschrieben. Ist immer eine schwierige Frage, aber ich frage sie dennoch trotzdem. Welches deiner Werke ist eines, das dir am liebsten in Erinnerung bleibt, was dein Lieblingsbuch ist, wenn du eins hast? Und warum ist dem so? Naja, also verschiedene Bücher liegen mir natürlich am Herzen, aber vielleicht ganz besonders eben dieses Kinderschachbuch, was ich geschrieben habe, weil das hatte ich so mit der Geburt meiner Tochter angefangen. Hm. Und das ist eben so eine Abenteuer-Märchengeschichte, auch so eine Mutmacher-Geschichte für Kinder. Eben der kleine Bauer, der kleine weiße Bauer, der Königsbauer eben, der Held ist, der am Anfang von den anderen so rumgeschubst wird, weil er der Kleinste und Schwächste ist. Und dann eben erst später stellt sich heraus, dass er der Einzige ist, der diese Fähigkeit hat, sich weiterzuentwickeln.
Also da, der wird dann Schritt um Schritt wird er mutiger und stärker und am Schluss verwandelt er sich eben und rettet das Weiße Reich. Das klingt süß. Das sind mit sehr schönen Illustrationen von einer Münchner Künstlerin also ausgestattet und dadurch ist auch sehr gut angekommen bis jetzt. Und das ist natürlich durch den Bezug zu unserer eigenen Tochter ist natürlich auch was Besonderes. In der Tat, ja, absolut. Das ist sehr schön. Und dein Bauer stürmt einfach nach vorne, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich habe gerade ein bisschen Qualität gegeben, aber das scheint dich überhaupt nicht. Das fand ich einen ganz, ganz coolen Zug von mir, aber das spielst du so weg, als wäre überhaupt nichts passiert. Selbst die Fragen bringen dich nicht aus der Fassung. Ich dachte, das ist der einzige Zug, wobei, wie gesagt, so die freien, also lockeren Partien spiele ich meistens ganz schlecht. Also jederzeit auf weitere Einsteller hoffen. Okay, gut, da zähle ich dann mal drauf. Also das würde ich mir ja schon wünschen, dass du ein paar Sachen jetzt einstellen könntest. Ich sehe allerdings, es ist alles gar nicht so schön hier bei mir. Okay, nächste Frage. ganz abgesehen davon dann auch noch von den Schachbüchern und der Akademie, die du gemacht hast, und das, außerdem, dass du noch erfolgreich beim Schach bist, hast du auch noch den Master in NLP gemacht, so wie, wenn ich Wikipedia vertrauen kann und da richtig. Jetzt finde ich, der Gedanke, den ich dabei hatte, ist, inwieweit hat NLP dir beim Schachspielen geholfen oder hat dir das Schachspielen eigentlich eher dabei geholfen, NLP zu studieren? Oder ist das alles miteinander sowieso verknüpft auf irgendeine Art und Weise? Naja, der Ausgangspunkt war, dass so gegen Ende meiner Profizeit, das ist ja bei Ende der Mitte der 90er, habe ich dann als Vollprofi zumindest aufgehört, mehr oder weniger, habe ich gemerkt, dass eben, dass ich mit rein schachlichen Mitteln, also reinem Schachtraining, mich wahrscheinlich nicht mehr weiter verbessern kann. Und aus diesem Grund habe ich nach anderen Methoden gesucht, wie ich eben insgesamt besser werden kann und habe mich sehr viel mit Mentaltraining und ähnlichen Sachen beschäftigt. Ich bin dabei eben auf das NLP gestoßen, ursprünglich mit der Idee, mich eben selber coachen zu lassen, um eben schachlich besser zu werden. Aber dann zum einen hat mich das total fasziniert, die Möglichkeiten, die NLP bietet. Und zum zweiten hat sich dann herausgestellt, dass ich offenbar auch ein gewisses Talent hatte, eben anderen Leuten mit anderen Menschen zu arbeiten und die zu coachen eben. Und dann habe ich erstmal, nachdem ich meine NLP-Ausbildung da abgeschlossen hatte, eben erst angefangen, hauptsächlich im Coaching-Bereich zu arbeiten, also jenseits vom Schach. Bin dann aber durch andere Umstände wieder in die Schachwelt wieder zurückgekommen, sozusagen. Aber, und gut, und die Synthese praktisch von beiden ist ja dieses Konzept der Königsplan, wo ich in einem Buch auch mit dem Professor von Weizsäcker dazu geschrieben habe, wo ich eben versuche, was ja typisch für NLP ist, diese Erfolgsstrategien aus dem Schach eben ins allgemeine Leben verplanen und entscheiden zu übertragen. Ja, das finde ich ein wunderschönes Konzept, um ehrlich zu sein. Oh Gott, da droht Matt. Sofort gesehen. Ja, das ist leider nicht zu übersehen hier. Auweia. Da glaube ich, gibt es mir nur noch diesen Zug hier. Ich finde diese Idee wirklich, wirklich schön. Die gefällt mir sehr gut, dass du das Leben an sich mit dem Schachspiel und dem Königsplan, das ja auch ein Begriff ist, den man mit dir in Verbindung bringt, dass das Hand in Hand geht. Und daraus ist letztendlich, das hast du vor etlichen Jahren, kam ja die Münchner Schachakademie zustande. Erinnerst du dich, wie das einherkam oder wie das zustande kam? Durch Kontakte oder war das eine Idee von dir oder von anderen zusammen? Ja, das war eine Gemeinschaftsidee mit Gerald Hertneck, der bis heute mit dabei ist. Und also ursprünglich hatten wir dann damals, das war so ja um das Jahr vielleicht 2003 hier rum, eine ganz andere Idee noch gehabt, nämlich so einen Schachswartenkanal ins Leben zu rufen. Aber das hat sich dann als sehr kompliziert und aufwendig erwiesen. Und dann hat der Gerald vorgeschlagen, wir könnten doch eigentlich eine Schachschule gründen. Und dann war mein Beitrag, dass ich gesagt habe, aber wenn, dann immer eine richtige Schachakademie, also wirklich was Tolles, wo die Menschen gerne hingehen, mit gutem Gefühl ihre Kinder hinschicken und so weiter. Und das war ursprünglich mal der Hauptgedanke, eben so gehobenes Schachtraining zu bieten. Aber dann sehr bald hat sich dann das weitere Vision eben dazu gesellt, die Idee eben so das Wertvolle aus dem Schach über das reine Schachtraining hinaus
auf verschiedenen Ebenen anderen Menschen mitzugeben. Und dann hat eben ein sehr guter Freund und auch mit am Anfang Investor, Roman Kulich, die Idee gehabt, da diese Schachstiftung zu gründen, 1,5 Jahre später, um eben genau benachteiligten Menschen, die sich die Trainings nicht leisten können, auf diese Art eben etwas mitzugeben. Schön. Sehr sozial alles und sehr, sehr hilfreich. Und wenn es jetzt schon, wie lange gibt es die schon? Über 15 Jahre, 17 Jahre oder so? Ja, also Schachakademie haben wir gerade vor kurzem 15-jähriges Jubiläum gefeiert, Top. Was wir normalerweise natürlich noch etwas anders begangen hätten. Leider in Corona-Zeiten dauert es noch ein bisschen, bis wir das tatsächlich so ganz so feiern können, wie es eigentlich schön wäre. Ja, na sicher, sicher. Aber andererseits möchte ich einmal kurz sagen, auch wenn das natürlich alles sehr unglücklich und schwierig ist mit den Corona-Zeiten, es bewegt einen auch häufig in eine bestimmte Richtung, unter anderem, dass sie dadurch jetzt ein digitales Projekt mit erstellt habt. Was kannst du uns darüber verraten? Oder über die Online-Version der Schachakademie? Ja, tatsächlich, das wir hatten schon früher darüber nachgedacht, aber so etwas zu machen, aber haben das nicht so vorangetrieben, weil wir eigentlich hier mehr so auf Präsenztraining in München, wir sind ja an sehr vielen Schulen zum Beispiel auch tätig gesetzt haben. Aber jetzt natürlich durch die aktuelle Lage hat das sehr starken Auftrieb bekommen bei uns und hat uns eben tatsächlich dazu gebracht, jetzt eben das ganz energisch voranzutreiben. Dieser Online-Akademie. Ja, ja. Das war jetzt eben die Idee, das, was wir hier, ich hatte ja damals in der Anfangszeit der Schachakademie, hatte ich so einen sehr umfangreichen, ein sehr umfangreiches Kursmaterial, so ein aufbauendes Curriculum so aufgebaut, über 60 Lektionen, wobei jede dieser 60 Lektionen, die aufeinander aufbauen, also vom Einsteiger bis zum ganz guten Beispieler, reicht locker jetzt für so zwei, also Online-Sessions, also vom Umfang her. Deshalb die Idee, das genau zu nutzen, das Material und das zu übertragen jetzt eben in den digitalen Raum. Also sprich in dem Fall, dass wir jetzt eben genau das, die Position hat mir jetzt einen Moment abgelenkt, sorry. Macht überhaupt nichts. Ich bin auch ein bisschen schwieriger, heute meine Fragen zu finden, muss ich sagen. Denn ich glaube, bisher wurde ich noch nie so auseinandergenommen in einer Rapid-Partie wie von dir zurzeit leider. Aber mach dir kurz Gedanken gerne drüber. Ja, aber letztendlich, genau, ihr habt das Online-Format jetzt, das ist ein bisschen beschleunigt worden natürlich. Und ich habe auch mal kurz reingelinst. Man könnte zum Beispiel es gibt ja verschiedene Kurse, die angeboten werden. Grundkurs Nummer 1 zum Beispiel. Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist eine gute Frage. Musst du viel nachdenken. Naja, also eigentlich ganz naheliegender Aufbau. Grundkurs 1 sind halt für Menschen, die Schachregeln noch gar nicht kennen oder noch kaum kennen. Und da werden die ganzen Grundlagen vermittelt, vor allem die Kraft der Figuren. Das ist ja bei guten Schachtraining grundsätzlich so, dass man mit einzelnen Figuren eben beginnt und dann erstmal ihre Kraft versteht und dann weiter aufbaut. Und dann wird im Schritt um Schritt dann praktisch so nächsten Kursstufe so einfache taktische Motive, absolute Grundlagen und dann später ist immer so in jedem einzelnen der Kurse, also für Grundkurs 1, 2 und Grundkurs 1 haben wir als Ganzes jetzt und die anderen unterteilen wir nochmal, damit eben genug Interaktivität da auch dabei ist. Und dann ist dann immer so, dass ein Teil halt Strategie ist, ein Teil Taktik und dann ist immer auch ein bisschen Endspiel dabei und dann später auch so erste Eröffnungsrepertoires, die so praktisch sind für Vereinsspieler. Top. Und dazu haben wir noch einige Spezialthemen, also mein Spezialthema, also Schachpsychologie und solche Sachen. Ja, das finde ich ja auch wahnsinnig interessant, den Zusammenhang da noch zu haben mit. Ich persönlich. Gab es jetzt eigentlich, und das ist ja auch wahrscheinlich eine Standardfrage, aber ich finde es einfach interessant, durch Queen's Gambit, die Netflix-Serie, gab es da einen größeren Ansturm zu euch, sagen wir Oktober, November, Dezember letzten Jahres? Nee, eben leider nicht. Also deswegen, das hat uns eben dazu gebracht, dass eben zu dieser Zeit natürlich die Menschen gerade im digitalen Raum jetzt noch Angeboten suchen. Und interessant, ja. Also es gab wahrscheinlich konkrete Anfragen, aber dann muss man dementsprechend sagen, sorry, erstmal so nicht möglich in dem Sinne. Hoppla! Naja, ich habe jetzt ein bisschen kleinlichte Lösung, aber ich habe die komplizierten Sachen auf die Schnelle und unter den Umständen nicht so ganz nicht ganz zum Laufen gebracht. Oh,
das funktioniert ja blendend. Ich wollte ja nicht was Besseres finden, deswegen habe ich länger nachgedacht. Na Das ist echt dann. schön. Eine kleine Lösung. Oh, das ist Oh, das sehr ist hübsch. sehr Tja. Ja, ich Ja, ich. glaube, da muss ich so nehmen. Da wird so schön zurückgenommen. Und da bleibt mir natürlich auch nicht viel anderes übrig, als das so zu machen. Oh, war ja. Ja, ich spiele jetzt einfach trotzdem noch mal ein bisschen weiter, wobei Ja, klar. unser Interview, oh Gott, oh Gott. Warum bist du eigentlich? Das kann doch nicht wahr sein. Du ziehst mich hier echt ab wie nichts Gutes. Ja, also ich ein paar Züge, vielleicht fallen mir noch irgendwelche schmuddeligen Tricks ein, aber um ehrlich zu sein, muss ich hier fast sagen, ich glaube, das ist tatsächlich nicht mehr spielenswert für Schwarz. Ja, hier ist die Lage wirklich eher unerfreulich. Aber ich hätte gerne ein elegantes Matt gefunden, aber leider Das nicht ganz. tut mir leid, dass ich dich da enttäuschen musste. Und du es einfach auf die plumpe Art und Weise, die. Das sah aber schon sehr schön aus. Mit dem Zug habe ich überhaupt gar nicht gerechnet gehabt. Das war gar nicht so schlecht. Ich gebe auf und ich applaudiere dir selbstverständlich. Das war ja, das war schon fast zu heftig für mich. Also als wir zusammen geblitzt haben, da war es ein bisschen interessanter. Und du hast auch alle Züge so schnell gespielt. Ich weiß gar nicht, wozu wir diese 2 Sekunden plus haben mussten. Ja, ich bin es so gewohnt, dass für mich war diese ganze Online-Schach ja ganz, ganz schön. Ich habe mich halt dadurch, ich war eigentlich motiviert. Ich habe früher praktisch überhaupt kein Online-Schach gespielt, auch die letzten Jahre, wo ich dann noch ein bisschen Bundesliga und so gespielt habe. Aber dann haben sie eben die österreichischen Meisterschaften ausgeschrieben online. Und da war ich sehr motiviert. Also da in Österreich, weil ich ja Österreicher bin und da zuletzt auch in der österreichischen Nationalmannschaft gespielt hatte. Und da war ich echt motiviert, habe dadurch angefangen, so Online-Bets zu spielen. Das hat mir überraschend viel Spaß gemacht und vor allem habe ich dann endlich, was mir viele Jahre gefehlt hat, so ein bisschen Praxistraining gehabt, also dass ich ein paar Öffnungen ausprobieren konnte und eben auch gute Leute öfters mal spiele und so weiter. Das hat dann erstaunlich viel gebracht, obwohl ich hatte erst, ich weiß ja, vielleicht einen Monat davor angefangen, überhaupt im Internet so richtig rumzublitzen, also bei euch oder bei Lead Chess und so weiter. Und dann war ich in der Vorrunde, war ich schon Zweiter und habe eben da sogar den Markus Wagger geschlagen, der Super-Großmeister ist. Ah, der ist richtig gut, ja. Und dann im Finale habe ich dann tatsächlich, sogar mit etwas Pech sozusagen, bin ich wieder Zweiter, also Vizemeister geworden, habe auch nochmal gegen Raga gewonnen. Und Pech insofern, weil da hat mich das eins der Probleme des Online-Schachs erwischt, nämlich ein furchtbarer Mausflip. In der letzten Runde lag ich einen halben Punkt vorne und habe mit dem Gegner gespielt, der Einzige, der mich noch einholen konnte, ein junger Österreicher, Bloberger. Und stand da so ein bisschen besser und habe sehr gute Zeit gehabt und trainierte gereicht. Und dann schlägt er eine Figur von mir und ich will zurückschlagen. Also, mir, was hier spielt, keine Ahnung, Springer von mir auf D4. Ich will, Dame schlägt D4 zurückschlagen und meine Dame bleibt auf D3 stehen, also so ungefähr. Das hat mich leider die Meisterschaft gekostet. Aber trotzdem, Oh. Vizemeister war für mich in Anbetracht des sehr minimalen Trainingsumfangs und so war natürlich trotzdem schön. Und es war ja, das ganze österreichische Olympiateam war mit dabei. Oh, das ist aber. Oh. Und das hat er doch selber auch gesehen und gemerkt, auch dein Ja, Gegner, weil der oder? war cool. Ne? Ohne eine Sekunde zu zögern hat er die also mit was Sinnvolles sofort drauf gemacht. Das hat mich also nicht überrascht, auch mal dieser Mauslip. Tja, so, ja, das ist Online-Schach. Zack. Naja. Fertig. Fertig ist die Meisterschaft. So. Aber ist in Carlsen ja auch schon mehrfach passiert, der Richtig, Mauslip. ja. Ja. Es ist tatsächlich ein Part des Schachspiels. Stefan, das hat mir so viel Spaß gemacht und ich finde dein Projekt total interessant und wirklich, wirklich schön. Und ich bin mir sicher, dass es eine große Herrscher an Leuten gibt, die das genauso interessant finden und die sich das mal angucken möchten. Wir haben ja alles hier auch verlinkt, natürlich da unten. Es gibt auch ein paar Artikel noch, die wir dazu haben, selbstverständlich. Von deiner Seite, bevor wir hier alles abschließen, möchtest du noch irgendetwas auf den Weg mitgeben zu den Leuten, die hier zuhören und zuschauen? Ach so, ich werde noch kurz erzählen von einem anderen digitalen Projekt, das Ja, wir haben, richtig. ganz, ganz interessant ist, weil ich ja sonst eben neben meiner Tätigkeit für die Schachakademie eben über dieses Modell Königsplan, von dem ich ja kurz erzählt habe, eben diese, wie man es heute nennt, so Keynote-Vorträge, aber auch Seminare für Führungskräfte mache,
sowohl für größere Unternehmen, zum Beispiel einer meiner letzten größeren Vorträge war für so die Führungskräfte von Lufthansa Cargo. Oder ich bin immer öfter Seminare für die Bayerische Staatskanzlei oder andere Ministerien oder andere Unternehmen, was ich wie Siemens oder Microsoft. Mhm. Aber natürlich, mein Lieblingsthema zuletzt war der richtige Umgang mit der Intuition, was eben auch in diesem Modell Königsplan drinsteckt. Und was heutzutage gerade, denke ich, im Managementbereich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, gerade in Zeiten künstlicher Intelligenz, ist also die menschliche Intuition eigentlich so die wichtigste Trumpfkarte, die wir haben als Mensch für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, die kommen. Und da kann man aus dem Schach vieles ziehen. Und da habe ich so einen Vortrag, der dann heißt so intelligente Intuition im digitalen Zeitalter, beziehungsweise so ist ein Kinderschach Großmeister für Entscheider. Und da hatten wir jetzt die Idee, weil tatsächlich ja die meisten so Webinare und Online-Vorträge von der Qualität her natürlich jetzt nicht so toll sind, logischerweise, also von der filmischen Qualität, jetzt diesen Vortrag, der zuletzt da recht gut angekommen ist, da in sehr guter Qualität aufzunehmen. Mhm. Unser Producer, also der sehr, sehr gut ist. Und dauert so insgesamt so ungefähr 50 Minuten. Und die Idee ist, das jetzt Unternehmen anzubieten. Die sagen, wir wollen es unseren Mitarbeitern zugänglich machen. Ich kriege also den Link dazu. Und dann kann jeder im Unternehmen, den es interessiert, kann es meinetwegen eine Woche lang sich zur Zeit, wann es passt, eben nicht gebunden an eine bestimmte Uhrzeit, sich den anschauen. Und mit sehr guter Qualität. Und im Anschluss dran ist der interaktive Teil, dass wir dann so eine Frage-Diskussionsrunde über Zoom oder was weiß ich dann so ansetzen, wo dann alle Fragen dazu gestellt werden können. Klasse. Also ich denke, dass das eine ganz spannende Kombination ist und jetzt im digitalen Zeitalter natürlich, in Corona-Zeit natürlich besonders attraktiv. Mhm. Wenn das gut ankommt, dann haben wir noch einige andere Themen natürlich auch so in der Pipeline. Stark. Von und da findet man auf der Königsplan-Seite natürlich alle Infos dazu. Da haben wir so einen kleinen Teaser-Film dazu, dass man sich das vorstellen kann. Sehr interessant. Ja, absolute schöne Sache. Ich mag die Idee, dass das Video vorher aufgenommen wird, denn dann hat man das in einer bestimmten guten Qualität, kann dabei bleiben und du hast dir natürlich die Vorbereitung gegeben, um das dementsprechend gut dann aufzeichnen zu lassen. Und die Fragerunde danach dann auch noch, das ist ja auch noch eine schöne Sache dazu. Ja, der Vortrag ist mit ganz schönen Multimedia-Elementen angereichert. Also ich denke, das ist wirklich eine ganz runde Sache. Klasse. Super, Stefan. Darf ich dir noch eine letzte Frage, fällt mir jetzt noch ein zum Thema künstliche Intelligenz. Was ist deine persönliche Meinung zur künstlichen Intelligenz? Wenn, das wird ja auch gerne häufig gefragt. Werden die Menschen irgendwann nicht mehr nötig sein? Wird es ein harmonievolles Zusammenleben geben? Oder sagt man sich, man weiß es einfach nicht, es gibt Spekulationen zu dieser oder jenen? Na gut, da sind die Forscher ziemlich uneins, was diese Frage betrifft. Die entscheidende Frage in dem Bereich, ob die künstliche Intelligenz diese sogenannte Qualia, also so ein Bewusstsein entwickeln kann. Und aus meiner Sicht würde das bedeuten, dass wir jetzt so weit sind, um sich die Frage zu stellen, also die künstliche Intelligenz, das Programm der künstlichen Intelligenz, was mache ich hier eigentlich und warum? In dem Moment, wenn sich die Frage stellen kann, dann wird es kritisch. Aber gut, ich denke, es ist soweit, es ist noch jetzt noch sehr weit hin. Aber tatsächlich ist die entscheidende Frage, und das thematisiere ich immer auch sehr stark mit dem Vortrag, weil es noch ein bisschen um künstliche Intelligenz geht, der richtige Umgang mit der künstlichen Intelligenz. Und da ist die entscheidende Aufgabe, die wir haben, eben unsere eigenen Werte, das nenne ich eben unsere Königswerte, uns klar zu machen, also erstmal zu definieren überhaupt und einen Konsens darüber zu gewinnen, was jetzt bei den Aufgaben, die wir der künstlichen Intelligenz stellen, was so die ganz zentralen Werte sind, was für eine Ethik jetzt dahinter steht. Und da, das muss natürlich absolut übergreifend sein, da dürfen eben nicht nur ITler dabei sein, Computerwissenschaftler, Kybernetiker, sondern auch Philosophen, Psychologen, Soziologen und so weiter, um auszuarbeiten. Und wenn uns das nicht gelingt, dann kann es eben entweder natürlich zum Werkzeug in Händen von totalitären Regimes und Terroristen und so weiter werden oder eben sich selber zum Alleinherrscher aufschwingen. Hm. Aber wenn es uns gelingt, eben unsere entscheidenden ethischen Königswerte der künstlichen Intelligenz mitzugeben, natürlich erstmal überhaupt unter uns einen Konsens zu finden, sie zu definieren und auch mutig zu vertreten, das gehört auch dazu, dann kann tatsächlich die künstliche Intelligenz zum mächtigsten Werkzeug werden, das die Menschheit je gehabt hat und damit eben Probleme lösen, die momentan noch völlig unvorstellbar scheinen. Also das ist die große Menschheitsaufgabe in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Okay, nicht schlecht. Finde ich sehr, sehr gut. Sehe ich übrigens sehr ähnlich, ich auch persönlich. Ja, sehr interessantes Thema. Ich könnte mit dir noch stundenlang darüber reden. Aber das kann natürlich alles in deinem digitalen
Seminar auch dann nachträglich noch bei dir dann angefragt werden. Also sehr zu empfehlen. Und ja, das war's mit unserem Ja, hat Spaß Rapid-Interview. gemacht. Vielen Dank. Ja, ich glaube dir das gerne, dass das Spaß gemacht hat, so wie du mich vernichtet hast. Ja, für nächste Woche mit Veronika vielleicht. Müssen wir mal gucken. Alles klar, Stefan. Ich danke dir ganz doll. Okay. Bis dann. Alles Gute und schöne Grüße ans Team.